Also ich würde mal der Reihe nach gerne vorgehen. Erstens mal, Herr Schneider, vielen Dank. Ich glaube, im Golfsport sagt man, das war getoppt, was Sie eben gemacht haben. Aus dem ganz einfachen Grunde, Sie hätten die Frage an alle Mitarbeiter hier richten können, die hier im Raum sind. Wir haben keine Mitarbeiter beschäftigt für 8,11 Euro, um das mal ganz klar hier in den Raum zu stellen. Wir haben auch keine Mitarbeiter beschäftigt, die in den Bus stellen müssen, die Versicherung, Reparaturen, Steuern bezahlen müssen und auch noch ihren Sprit. Jeder weiß, was Sprit kostet. Und die dann anschließend nach Hause gehen am Monatsende mit 3.200 Euro. Und wenn sie krank werden wohlgemerkt, dann müssen sie auch noch einen Ersatzfahrer stellen. Und das ist meistens dann die Ehefrau. Nur mal so viel, wie sich die Firma Pfennig sozialverträglich verhält und wie Sie es jetzt gerade hingestellt haben. 8,11 Euro, da mache ich mit Ihnen aber jede Wette, dass wir die nicht haben. Und die Wette gilt. Jetzt würde ich gerne zu dem Herrn Weber kommen. Herr Weber, Sie haben gesagt an den Herrn Nitzinger, der Gewerbesteuerhebesatz, wir wissen ihn heute Abend nicht, aber natürlich haben wir ihn angesehen, aber wir tragen nicht, wir haben 40 Betriebsstellen in Deutschland, wir tragen nicht von jeder Betriebsstelle den Gewerbesteuerhebesatz mit uns herum, damit ich einfach ein Verständnis, wenn wir Zahlen von uns geben, dann sind die Zahlen wirklich fundiert und da wird nicht irgendwo an den Zahlen getrickst oder sonst irgendetwas. Sie können gerne am Montag mich fragen und dann kann ich Ihnen genau sagen, was die Gewerbesteuer für einen Hebel, also was die, der Gewerbesteuerhebesatz hier in Hettesheim beträgt und was das letztendlich auch für Auswirkungen hat. Aber ich bin nicht bereit, jetzt irgendeine Zahl zu nennen, die wir nicht genau wissen, aufgrund der Betriebsstellen, die wir in Deutschland haben. Da bin ich Ihnen verständlich. Ich bin noch nicht ganz fertig. Sie es haben kam ja, ja, aber es kam die Aussage vom Bürgermeister, und da würde ich das gerne auch so zitieren, wie es drin steht. Er sagte nämlich, die Gewerbesteuer war für unsere Entscheidung nicht maßgeblich. Und zwar, ihm wurde vorgeworfen, er würde alleine nach der Gewerbesteuer schielen. Und das ist nicht richtig. Er hat gesagt, die Gewerbesteuer ist nicht maßgebend gewesen für die Entscheidung, dass die Verwaltung gerne Pfennig in Firnheim halten würde, Herr Weber. Das können Sie in jeder Zeitung nachlesen, wenn Sie alle Zeitungen mal lesen. Danke. Danke. Herr Neusmann. Nochmal zum Thema Verkehrsgutachten. Ja, ich beziehe mich jetzt auf die letzte Frage. Ein anderes wird sich gerade im Augenblick bewusst. Das war die Frage mit der Firma Daxa. Ich meine, ich hätte auch lieber den Namen vielleicht gar nicht sagen sollen. Grundsätzlich war es so, es wurden uns Zahlen vorgegeben, steht auch im Gutachten genauso drin. Es ist bei Gewerbenutzung fast nicht möglich, von vornherein, ohne dass man den Nutzer kennt, zu sagen, was passieren wird. Es wäre aber eine Vorstellung für sich, müsste man mehr Zeit haben. Insofern ist klar, haben wir die Daten bekommen, wir haben die Realitätsnähe dieser Daten einfach mal für uns schlichtweg abgecheckt, indem wir gesagt haben, wo ist ein Logistiker in der Nähe, wo wir zu vernünftigem Aufwand checken können, was der macht. Und das Ergebnis haben wir Ihnen vorgestellt. Und wir werden natürlich nie sagen, Pfennig fährt wie Daxa, und Daxa wird nie sagen, wenn wir so fahren, muss Pfennig auch so fahren. Das ist völlig klar. Okay. Dankeschön. Jetzt, Frau Warnecke, ich weiß nicht, ob Sie dazu... Nur ganz kurz, also die Homepage ist fertig, aber ist offenbar noch nicht im Netz. Tut mir leid, aber ich kann Sie noch mal informieren, Herr Weber. Dankeschön.